Gut, ja, also bevor wir aufbrechen und im Kreis stehen, hebt Zulamins segnend die Hände in Richtung der Gruppe und spricht nur ganz kurz. Geliebte Herrin Raja, erfülle uns mit heiterer Gelassenheit, wenn wir uns nun dem Grauen im Sumpf stellen. Und oh, sie lässt die Hände wieder sinken. Wir können losgehen. Okay, dann bekommt ihr den Kadi als Führer, den ja im Prinzip den Schwertmeister und den Anführer dieses Dorfes, der jetzt für den Eferdi als Freund hier Wache hält und könnt dann weiter nach Süden aufbrechen. Ihr umgeht sowohl die Hornechsen, die sich über die Nacht auch ein bisschen verzogen haben, als dann eben auch dieses riesige Grabmal von dem Giganten, um euch nicht wieder anzustecken, und könnt dann die Sümpfe wahrlich betreten. Der Nebel ist ja immer noch vorherrschend. Die Sonne, die über euch irgendwo zwischen den Bäumen verschwindet, spendet keine wirkliche Wärme. Es ist trotzdem ekelhaft feucht. Und nur die dick aufgetragenen Salben oder aber das Element von Sumo selbst, was dann Boltax hilft, verhindern mehr Moskitostiche, als ihr sowieso schon bekommt. Es ist also wirklich eine dröge, trügerische Reise, in der ihr wirklich nicht gut vorankommt. Das, was der Kadi gesagt hatte, ist offenbar tatsächlich so. Immer wenn ihr wieder versinkt, nicht nur bis zu den Knien, sondern teilweise bis zu den Hüften. Gerade wenn ihr euch unter euch auch gar nicht erkennen könnt, wo denn irgendwelche Moraste oder so trügerisch nach unten abzweigt, irgendwelche Sumpflöcher, könnt ihr eigentlich gar nicht richtig erkennen. Und ja, wirklich trocken wird es gar nicht mehr. Gerade wenn dann die, ja, im Zar die Regenfälle über euch dann auch zur 11. Stunde beginnen und die Tore von Effert geöffnet werden, beziehungsweise auch Rondra dann ein bisschen mitmacht, es dann zusätzlich stürmt über euch. Das vertreibt zumindest die Moskitos, aber wenn ihr dann von oben weiterhin nass werdet, ihr seid sicher, ihr könnt danach eure Kleidung, eure Rüstung beerdigen. Ihr seid euch sicher, dass ihr 5 Meilen schafft, wenn ihr den halben Tag marschiert. Mehr wird es nicht sein. Und so könnt ihr ja Flora und Fauna nicht wirklich bewundern, aber versuchen zu ignorieren. Ihr dürft mal alle eine Wildnislebenprobe würfeln. Beziehungsweise auch Pflanzenkunde ist. Es zählt sumpfkundig damit rein, Ja, voll oder? und ganz. Sumpfkunde, Pflanzenkunde, sumpfkundig. So ein Reichtum Okay. auf -4 oder? Also Nee, -2. erst eine Wildnisleben und dann eine Die Pflanzenkunde. Reihenfolge ist mir egal. Okay, bei beidem eine -2, dann Ihr habt erstmal einen die. kundigen Führer dabei, auch wenn er nicht oft hier war, aber er kennt sich selbstverständlich im Sumpf aus. Und kann euch dann das ein oder andere Mal vor Schlangen warnen oder aber vor Fröschen, die ohne Probleme auf den Rosenblättern oder so etwas sitzen, während ihr dann mit eurem Bauch eingesunken seid oder aber bis zu den Knien, bis zu der Hüfte. Wenn ihr dann an den Seerosenblättern vorbeigeht und da diese schönen leuchtenden Frösche sitzen seht, die euch anquaken. Gelungen, gelungen, gelungen. Das sind die Wildnislebenproben, Pflanzenkundeprobe von zumindest Boltax ist da. Meine ist so schlecht wie nur die nicht. Ich dachte, wir müssen. Ach so, okay. Ich bin auch Ja, schlecht. selbstverständlich müsst ihr. Und Boltax kann euch dann das ein oder andere Mal warnen, wenn ihr irgendwelches Gestrüpp oder Büsche beiseite zieht, dass ihr dann nicht in giftige Büsche hineinfasst. Wobei das wohl auch da schon ein Hindernis ist. Ihr könnt Sumpfranzen erkennen, die wo euch dann ansehen oder aber diese merkwürdigen Wesen mit diesen Stacheln, die dann auch über der Sumpflinie kriechen und schneckenförmig ja, Stacheln ausbilden, ihren Körper nachziehen und andere Gliedmaße ausbilden, ausformen. Ja, dann hat er damals schon lange vor ihnen gewarnt. Oh, passt auf, nicht in den Morgendorn. Auch hineinfassen. Wenn ihr euch an diesem Stachel stoßt, ihr verwandelt euch in eine Sumpfranze. Na, das würde euch nicht gut zu Gesichte stehen. Was?
Ja. Aber er sieht so wunderschön aus. Ja, er ist verführerisch, ich weiß, aber er ist gefährlich. Zulamin hat an ihren Armen jetzt irgendwelche schwarzen Würmer kleben. Und zwar haben die sich irgendwie mit ihrem Kopf festgesaugt und du versuchst sie so ein bisschen abzuziehen, merkst wohl aber auch, dass sie so kleine Zähnchen haben, mit denen sie sich reingebissen haben. Du könntest die jetzt abreißen. Die sind buchstäblich mit Egelschreck angerieben. Das ist egal. Das sind trotzdem Egel, wenn sie ihre Pflanzenkundeprobe nicht schafft und dann ja. in den falschen Busch reinläuft, dann hat sie halt eben Egel an ihren Armen. Genau dafür ist der Egelschreck da. Ja. Ja. Merkst du auch, oder? Ja, aber wenn der durch irgendwelchen Zarfluten von oben weggewaschen wird, die Paste. Der ist dafür da, um nicht weggewaschen zu werden. So, dass ihr dann eben die Egel von Zulamin hinausziehen könnt. Noch jemand, der eitel ist? Ich hab Buchs einfach runter. Nur noch Abelmir, ne? Ja. Serpentilio, bist du eitel? Nee, du hast nur Totenangst. Schau ihn dir doch an. Der verschwindet Liusmühe bei ihm. Ich muss nicht eitel sein, weil ich immer perfekt aussehe. Wow, ich dachte genau das Gegenteil. Ja, ich habe die 12 GP für herausragendes Aussehen nicht umsonst ausgegeben. Der alte klapprige Magier. Größen waren wohl eher. Den habe ich auch. Solomini müsste einen Dolch nehmen, um die Köpfe zu entfernen. Schneidet kurz über die Haut sie ab. Ihr denkt, das wird reichen? Oder bleiben da nicht die Zähne drin? Nun ja, ihr müsst probieren, die Zähne mit herauszubekommen. Na, großartig. Um euch herum geduckst und blubbert der Sumpf. Sein weicher Grund verschwindet unter dem klammen Bodennebel, der euch bis zu den Knien reicht. Die Luft ist erfüllt vom Surren der Moskitos, den Schreien ungesehener Vögel und Flugechsen, dem Zischeln von Schlangen, die sich träge um das schwarze Holz sterbender Bäume winden. Und dann steht ihr vor dem gesuchten Tempel, der längst Teil seiner Umgebung geworden ist. Ihr könnt keine dunklen Steine erkennen, sondern ein weiteres Skelett, was vor euch aufragt, mit Sumpfgewächsen überwuchert, eingesunken, Teil eines riesigen Gewölbes, abgefallen in die Dunkelheit. Ein dunkler Zugang, der wie an eine Grotte im Meeresgrund erinnert. Wir sind da. Ich werde euch nicht hinein begleiten. Das müsst ihr selbst machen. Naja, ich danke euch trotzdem für eure Führung. Ihr wart mehr als hilfreich. Ich werde warten, aber nicht länger als eine Stunde. Das ist überraschend kurz. Könnt ihr uns 2 geben? Er überlegt ein bisschen länger und nickt dann. Ja, wunderbar. Aber dann sollten wir Tempo machen. Wer möchte vorgehen? Ihr seht mich nicht an. Ja, gut, das ist so wunderbar angeboten. Naja, gut, dann gehe ich vor. Noch irgendwelche letzten Ratschläge, meine weisen Herren und Damen, für mich, wenn ich vorgehe. Fasst nichts an, was ihr nicht kennt. Und wenn jemand ruft, duckt dich, dann duckt euch sofort, ohne Fragen zu stellen. Tritt nicht auf Auslöser von Fallen. Naja, das klingt ja machbar. Ist niemals gelb in Schnee. Warum sollt ihr hier schnell gelben Schnee finden? Ich sagte niemals, Abelmir, nicht hier. Aha. Frosty, handelt es sich um ein unterirdisches Labyrinth? Nein. Okay. Unterirdisch ja, aber kein Labyrinth. Ein unterirdisches Labyrinth war schon die behinderte Spezialisierung, die du hättest kaufen können, ganz ehrlich. Egal. Hat zumindest einmal funktioniert. Ist auf das Loch zu bewegen. Genau, ist es eine Höhle oder ist es eine gebaute Struktur? Der Tempel ist wohl versunken. Entweder darüber oder darunter gebaut. Du gehst mal wieder davon aus, dass dieses gewaltige Skelett davor da war und darunter dann der Tempel gebaut worden ist. Aber ich kann dieses Loch ganz normal betreten. Ist das groß genug für mich? Wie groß ist der Eingang? Der Eingang ist ziemlich groß, also du kannst da, was heißt reinspringen nicht, also es sieht wirklich aus, als würde dann hier die Grotte zum Meeresgrund führen, weil es unten bläulich, leuchtet ist es nicht ganz, aber es ist blauer Stein
Und darunter ist dann auch weiterer Sumpf und Morast, aber du guckst dich kurz um, wie groß ist das Loch im Durchmesser 7 Meter. Also würden schon ein paar Humerier nebeneinander reinpassen. Ja, gehst du von aus. Dann würde ich meine Waffe ziehen. Wenn ich da eh schon nach unten steige. Du kannst auch ohne Probleme kämpfen, also das ist ein riesiges Ding. Ja, dann lasst mich mal vorgehen, ich werfe mal einen Blick nach unten. Genau das werde ich jetzt auch tun, ich möchte mich da unten einmal umgucken. Ist es da dunkel, ist es da erleuchtet, was sehe ich da? Also du siehst auf alle Fälle, dass Satin auf Cerner hier keine Gnade haben walten lassen. Es ist eine baufällige Kultstätte, die hier wohl vor einigen Jahrhunderten errichtet worden ist. Und da unten ist es schimmrig erleuchtet von blauen Lichtern. Du würdest der Meinung sein, in einem Effort-Tempel wären das die ominösen Steine, die Ferdi sich immer ausreinigen lassen. Und wenn sie zu groß sind, dann streichen die sowieso ein. Das mag wohl auch hier der Fall sein, nur dass es tiefblau leuchtet. Und es gibt weitere Bodennebel, der auch dann hier unten alles so ein bisschen schimmrig verdustert. Und das Licht alles dämpft. Ich dachte schon, wir müssen jetzt in so einen nachtblauen Tempel tauchen. Aber das geht ja direkt noch. Ja, ich schau mal, wie tief das Wasser hier ist. Und ich möchte mal meine Waffe, die ist ja 2 Meter lang, in den Boden stecken und gucken, ob ich den Boden erreiche. Also muss ich da schwimmen? Kann ich da laufen? Laufen kannst du nicht. Du musst tatsächlich jetzt schwimmen, ja. Okay, kann ich mir vorstellen, mit meinen Kletterkenntnissen hier hinzuklettern? Wenn du kletterst, auch gerade wenn du diesen Holzstumpf nimmst, da kannst du ein bisschen drüber balancieren und dann könntest du dich an der Wand um die Kurve drumherum ziehen hier. Okay, für meine Klettererfahrung, halte ich das für machbar? Halte ich das für Plus 10. Plus 10. Also schon so eine Diamantesaufgabe eigentlich. Naja, also, wir könnten auch da vorne lang klettern, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das in Rüstung hinbekommen werde. Glaubt einer von euch, dass er gelenkig genug ist? Sicher, sicher. Ja, dann. Vielleicht sollten wir es lieber nicht drauf ankommen lassen, weil wenn wir abstürzen, könnten wir Wasser schlucken. Wie tief ist dieses Wasser denn? Also, naja, Rafim hat seine Waffe reingesteckt, 2 Meter. Das scheint mir nicht besonders tief zu sein, wenn nicht irgendwas dort drin lauert. Naja, aber ich weiß nicht, ob das euer erstes Unheiligtum ist, aber in der Regel lauert hier was. Aber ja, Boltax, wenn du das im Kletters versuchen möchtest, würde ich dich darüber reichen. Wichtige Frage. Das hier ist Naturstein, oder? Das ist Naturstein, ja. Teilweise ausgekleidet mit schwarzem geschliffenen Stein, der hier wohl von den Erbauern mal hingelegt worden ist, aber es ist sehr viel Natur, ja. Okay, kann ich mich mit meinem Dolch hier durchschneiden? Das dauert lange, ne? Ja, aber es kostet mich nur einen ASP. Du kannst das machen, ich guck gerade mal, wie lang das ist. Müsstest natürlich ein bisschen nach oben schneiden, weil du leicht... Also ihr seid sowieso runter geklettert in dieses Loch hinein, aber das sind dann nochmal 7 Meter, die du dich dann durchschneiden müsstest. Soll ich dir eine Bergbauprobe geben? Ich glaube, das wäre jetzt mal angebracht, ja, oder? Klar, Bergbau. Alles klar. Kannst du mal eine Skifahrenprobe würfeln, wenn du magst. Also müsstest du 10 Kubikmeter durchschneiden, oder? Das ist ein bisschen viel, dauert Stunden. Ja gut, das dauert echt Stunden. Und jemand wartet auf uns, ja. Aber nicht ewig. Also 2 Stunden, nee. Ja. Nee, Woltags, wie wäre es denn, wenn du ein paar Griffe reinschneiden würdest für uns? Naja, das kann ich besser klettern. Das kann ich auf jeden Fall machen. Ich kann so eine Art Rille schneiden, an der man sich hangeln kann. Das ist doch ein guter Vorschlag. Ja. Dann da würde ich Woltags auch hochheben und einfach erstmal da dran halten. Ja, und dann schneide ich mit meinem Naturdolch für einen ASP eine Kletterrille da rein, soweit. Es hilft und uns das Klettern erleichtert. Du kannst sehen, wie wohl in die Wand auch weitere Reliefs, weitere Glyphen, die dann hier eingebracht worden sind, ebenso wie das bei den anderen beiden Steinen der Fall war. Hier jetzt keine zwei Kraken-Darstellungen, aber weitere Glyphen, die ähnlich aussehen und dann Serpentilio auch auf Kuchras deutet.
ich kann die nicht lesen, also ist es mir egal, ob ich da reinschneide. Es sind keine zwergischen Glyphen. Dementsprechend schneide ich hier Sachen rein. Aber was zeigen sie denn? Ist mir total egal, aber sag mir erst, was sie zeigen. Ja, ja. Ja, ich gucke sie mir ja trotzdem an, während ich arbeite. Also du kannst dir natürlich sie weiter angucken, aber sie zu übersetzen, das müsstest du dann jemandem mit Kenntnissen in entweder Krakonisch oder in Kuchas überlassen. Hast du Krakonisch? Nein, du hast nur Ressort. Nein, genau. Marsch könnte ich anbieten. Marsch würde ich zulassen. Also die Sprache, es ist jetzt die Schrift Kuchas, ne? Die Schrift ist ungleich der Sprache, aber du kannst da trotzdem mit der Hilfe von Serpentilio kannst du natürlich noch ein bisschen was übersetzen. Was bringt dich auf den Gedanken, dass ich Jammelmann beim Übersetzen helfen wollen würde? Er würde da stehen und genießen, wie Abel mir verzweifelt. So sieht's aus. Und dann wollte er es einfach selber erklären, was da steht. Aber mir würde sich was zusammenreimen und dann kommt er und korrigiert das. Genau. Ihr lasst vielleicht einmal die echten Gelehrten an die Sache heran. Ja, damit meint ihr, hoffe ich, nicht euch. Nun seht ihr hier einen anderen? Ja, mich? Natürlich. Nun, also. Ja, was steht da drin? Ja, würfel mir nochmal eine Kuchas-Probe, bitte. Nochmal eine Kuchas. Oh, ja. Doch. Und aber mir darf mal schwören. Aber ich weigere mich, Sprachen zu steigern. So wie ich bei Tulamidia. Ich fürchte, ihr habt bereits hereingeschnitten. Es könnte. Ich werde mich jetzt nicht anmaßen zu spekulieren, nein. Und was steht dort? Also du hast sogar die Schrift, ne? Das ist ja auch stimmt. Achso, Schrift und Sprache, okay. Du siehst gerade, wie Boltax wohl Enklave der Vertriebenen oder des Vertriebenen, das kannst du nicht mehr genau zuordnen, Enklave des oder der Vertriebenen, Plural oder Singular, weißt du gerade nicht, zerschneidet. Und dann zieht er sich nach oben, Rafim hält ihn nochmal dran, er macht die nächste Trittstätte und zerschneidet dann gerade über die Brutstätte der wahrhaftigen Verehrung der Göttin. Zerstört wertvolle Kunst, wertvolle alte Schrift. Das ist keine Kunst, das ist ein Klettervergnügen. Nee. Ja, schneid da noch mal ein bisschen tiefer, Boltax. Du weißt doch, ich hab große Hände. Ja, wartet, Moment. Ihr dürft mir alle mal eine Kletternprobe geben, plus 3, nachdem Boltax dann fertig ist. Dauert natürlich seine Zeit, aber die Klinge ist ja relativ gut durch den Stein dann zu schneiden und wenn es dann nur kleine Tritte und Griffe sind, dann geht das dann doch relativ schneller. Rafim ist zumindest froh, dass er sich 2 Stunden erbeten hat. Und nicht nur eine, wenn der Tempel noch etwas größer ist und ihr das Wasser auf alle Fälle meiden mögt. Komm, ich auf jeden Fall vorklettern, weil ich ja auch der Erste bin immer. Oh, hat da jemand geklettert? Oh, der alte Mann. Ich bin 36, das weißt du. Wenn's an mir jetzt scheitern sollte, bin ich der Einzige, der es verkackt hat? Ja, offensichtlich. Komm, nein, dann, bei Zulamin hat es auch nicht geklappt. Warte, warum muss Boltax würfeln, wenn er auch den ganzen Weg über von Rafin gehalten wurde? Boltax wird er nicht runterfallen, sondern sich einfach schneiden an den scharfen Kanten, die er gerade hinterlassen hat. Okay, alles klar. Dann darfst du dir 6. Ich gebe dir die vollen 6 Punkte. Alles klar, nehme ich 6 Schaden. An den Fingern. Und wenn Zulamin das 3 Punkte. Dann fällt Zulamin ins Wasser. Oder willst du 6 Schadenspunkte nehmen? Überlegst dir. 6 Schadenspunkte oder ins Wasser fallen? Du hast ihm schon gesagt, was passiert. Warum sollte er jetzt noch ins Wasser fallen? Zulamin. Andere Baustelle. Ja, Zulamin. Möchtest du 6 Schaden am Finger oder möchtest du ins Wasser fallen? Ich glaube, Zulamin hat Angst, in dem Wasser zu landen. Das heißt, sie würde abstürzen, aber greift dann sehr panisch nach dem Felsen und verletzt sich. Gut. Für Tekala ist das, nachdem er wenig regeneriert hat, sehr einfach. Er könnte hier natürlich mit seinen Spinnenbeinen auch an der Decke entlang krabbeln, aber er wird euch nicht verlassen. Und dementsprechend dann genauso wie ihr die Trittsteine benutzen, auch wenn er nicht so sehr viel ASP über die Nacht bekommen hat. Daher bleibt er bei euch, hinter euch. Ich möchte ein bisschen vom Rand weggehen, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, das ist hier bestimmt glitschig. Ja, das auf alle Fälle. Ihr könnt hier auch Unterbringungsmöglichkeiten sehen. Also das ist wohl ehemals menschliche Habe. Eine große Seemannstruhe, die geöffnet ist.
Und Abelmir kann dann noch die letzten, während er dann dort langklettert, noch ein paar Sachen übersetzen. Kryptris Prophet Ussasur erkannte die Wahrheit doch, unleserlich, das hat Boltax zerschnitten, die Feinde Morodals, unleserlich, ihm nicht. Aus Vajat vertrieben folgte er, unleserlich, sich nieder am Fluss der, unleserlich, zu warten auf, unleserlich, geboren in menschlicher Gestalt. Unleserlich, heiliges Wesen Kryptris, Meeresbewohner, der auch an Land wandelt. Ja, ich würde so genau so wiedergeben, wie du es gerade gemacht hast, meine Kameraden und Gefährten. Halte ich für Humbug. Ich denke, ihr bestückelt euch hier aus Satzfragmenten, die ihr von irgendwo anders erkennt, an Sinn zusammen, in der in Wahrheit nicht existiert. Ihr habt gar nichts dazu beigetragen, nicht wahr? Weil ich mich im Gegensatz zu euch in der Zurückhaltung zu üben weiß, einzugestehen, wenn die Übersetzung vermutlich fehlerhafter würde, als wenn ich es versuche. Nun, das ist eure schwache Verteidigung. Naja, Abelmir, ich würde jetzt weiter vorne gehen und du kannst deine kleinen Briefchen übersetzen. Nun, es könnte hilfreich sein. Wozu auch immer. Ja, also ich, irgendwer ist hierhin geflohen, weil irgendwer anders ihn gejagt hat. Habe ich das richtig verstanden? Soweit würde ich es auch herauslesen. Denkt mir nach Palligan. Nun, ich denke, naja, diese Schriftzeichen sind wesentlich älter als Palligan. Ja, aber ihr hast. Also, da stand doch. Geboren in menschlicher Gestalt, nicht wahr? Naja, aber viele sind ja in menschlicher Gestalt geboren, Boltax. Und das Schicksal wiederholt sich, das weißt du doch. Aber erwähnenswert ist es nur, wenn sie danach keine menschliche Gestalt mehr hatten. Vielleicht ist es so eine Prophezeiung. Ja, wir haben nur 2 Stunden Zeit. Du kannst dir das gerne auf dem Rückweg ja nochmal anschauen, aber wir sollten jetzt wirklich weitergehen. Der Schädel von El-Hakir klappert ein bisschen. Er scheint wohl angeregt dadurch zu sein. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr gut, dann werde ich vorausgehen. Ja, ich würde mich hinter Rafim halten. Ja, vor euch könnt ihr, wie gesagt, eine geöffnete Truhe erkennen, die mit Habseligkeiten gefüllt sind. Also wo steht diese Truhe denn? Hier ganz am Ende? Da? Wo kann ich die vermuten? Hier? Ah, okay. Ich erinnere mich natürlich an den weisen Ratschlag meiner Kameraden und werfe natürlich erst einen Blick auf die Truhe, um sie auf Fallen zu untersuchen. Geöffnet ist sie sowieso schon. Sieht aus, egal, wie so eine alte Seemannskiste. Ich möchte jetzt gerne Voltax erfolgreich zunicken, nachdem ich sage, das sieht nicht nach einer Falle aus. Sehr gut, sehr gut. Fallen sind für gewöhnlich dafür da, nicht wie eine Falle auszusehen. Aber du wirst ja eh bestimmt am Ende wieder bezahlen. Möchtest du das Ganze mal durchsuchen? Wenn ihr euch nicht traut, gerne. Ja, ich würde dann mal mit dem Stab in der Tour herumstochern. Du findest eine ganze Menge von Tongefäßen, allerdings sind viele davon zersplittert und dann noch ausgelaufen vor sehr, sehr langer Zeit. Also Scherben siehst du noch und nöcher, die ehemals privater Besitz waren. Eine ganze Menge noch an verrotteten Dingen. Du kannst auch daneben Knochen erkennen, die wohl auch verrottet sind, aber da lag wohl mal jemand. Und wenn du ein bisschen herumkramst, vor allem mit deinem Stab und dann nichts anderes zu berühren, dann kannst du in den Truhen noch ein Dokument finden in Sumpfkraken-Molchhaut und ein Amulett mit dem alten Raben von Al-Anfa, allerdings auch verblichen. Ja, ich würde mal dieses Dokument Pergament herausholen und dieses Amulett Rafim zu schmeißen. Naja, das sieht aber alt aus.